Hallo zusammen, ich bin's Anna. Ich teste heute wieder was Schönes für euch. Und zwar Käsekuchen. Diese Käsekuchen-Sticks, Snack-Sticks hier. Einmal von Exquisa, also ganz normal Käsekuchen-Snack. Es gibt den aber auch Käsekuchen-Lemon, also mit Zitrone, mit Zitronengeschmack. Cheesecake Lemon steht hier. Das ist auch von Equisa. Die kosten beide 1,29 Euro. Und da sind jeweils 70 Gramm drin. Ja, 70 Gramm jeweils. Und wir testen erstmal den normalen, beziehungsweise wir vergleichen erstmal das Aussehen von den beiden. Ich muss den nur einmal auspacken. Moment. Die beiden muss ich auspacken. Zum Beispiel hier, das ist der normale. Gucken wir mal, ob das optischen Unterschied macht. Den normalen habe ich auch schon gegessen, den Lemon noch nicht. Ja. So. Hier, das ist der Lemon. Man riecht das riecht, der riecht schon sehr zitronig. Wenn man das aber jetzt mal vergleicht, ich kann das jetzt auch mal hier so. Das ist der normale. Das ist der Lemon. Lemon, normal. Ich finde, die sehen gleich aus. Riecht nach Lemon, riecht nach Käsekuchen. So, wir testen jetzt zuallererst den normalen. Ja, normaler Käsekuchen schmeckt also gut. Ich liebe Käsekuchen. Mein Lieblingskuchen mit Marmorkuchen. Kann ich tatsächlich sogar auch backen. Wollt ihr auch mal ein Käsekuchen-Video backen? Bitte kommentieren. Das ist nur ganz leicht zitronig, aber es schmeckt. Nochmal einmal den anderen Kuchen zum Vergleich testen. Und der Unterschied ist minimal. Die andere schmeckt dann nur ganz leicht zitronig. Ja, kann auch nochmal hier das so halten. Also, das ist der Lemon und das ist der normale. Und ja, ich würde sagen, die sind fast gleich, schmecken beide sehr gut. Kann ich empfehlen. Lemon so ein bisschen erfrischend mit dem Zitronengeschmack, diesen leichten Zitronengeschmack. Ich liebe Käsekuchen, also ich gebe den beiden eine 10 von 10, das ist echt mega geil. Auch gerade im Winter schön im Kühlschrank lagern, die schön kalt, richtig lecker. Ich liebe Käsekuchen. Ich meine im Sommer, nicht im Winter. Im Sommer ist es auch cool, ein guter Snack. Wenn man keine Eis mehr sehen kann, kann man dann den Käsekuchen essen. ich kann es nur empfehlen, ist gut. Also schmecken beide lecker. Es gibt da keinen Sieger, weil die Unterschiede so marginal sind. Ich habe mir erhofft, dass es eigentlich ein bisschen mehr Unterschiede dazwischen den beiden gibt, wenn ich das gewusst hätte. Da hätte ich vielleicht kein Video darüber gemacht, aber ja, werdet ihr halt trotzdem ja, sehen. Also wie gesagt, der Cheese ist halt ein bisschen, ja, ich kann auch hier, der Cheesecake mit Lemon ist halt ganz leicht Zitronengeschmack, ganz leichter Geschmack, also noch. Aber schmeckt. Und der schmeckt ganz wie ein normaler Käsekuchen. Lecker. Beide. Wie gesagt, zum Abschluss, das, beide kann man gut essen. Halt ein bisschen erfrischend ist das mit Zitrone drin. Wer Zitrone mag, mag das auch.
Und ist auch nicht zu sauer oder so. Schmeckt gut. Ja, das war es auch mit dem Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was ich noch testen kann, an Essen oder auch in Getränken, könnt ihr es bitte in den Kommentaren schreiben. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Eure Anna. Ciao.